have some of the best fans, if not the best fans in the BBL. Hey alle zusammen, ich bin's wieder. Ich bin heute wieder hier mit einem neuen Spieler und er darf sich gleich mal selber vorstellen. Hallo Leute, ich bin der Ruben Spoden. Ich komme aus Frankfurt ursprünglich, bin über den Umweg Tübingen jetzt hier gelandet. Das ist sehr schön. Erzähl uns doch mal, seit wann spielst du schon Basketball? Basketball angefangen habe ich mit 7 Jahren. Mein Vater hat früher selber gespielt und hat mich da schon relativ früh in die Richtung gelotst. Hast du vorher schon was anderes ausprobiert oder bist du gleich zum Basketball gekommen? Ja, ich habe Fußball gespielt, Golf, Tennis. Ich bin da ein bisschen variabler gewesen früher, aber jetzt habe ich mich doch dann ziemlich schnell auf Basketball festgelegt gehabt. Wie gefällt es dir denn bis jetzt in Würzburg? Was hast du schon alles gesehen? Ah, es gefällt mir gar nicht. Also die Stadt ist wirklich nicht schön. Es ist auch oft schlechtes Wetter. Hier ist es kühl, regnerisch. Die Hallen sind katastrophal. Trainingssituation geht gar nicht. Aber ich meine, wir machen das Beste draus. Also was wir können. Sehe ich auch so. Dann die Standardfragen, die ich immer machen muss. Was ist dein Lieblingsessen? Salat. Ich esse gern Salat und Gemüse. Trinke gern Wasser. Doch, ja. Okay. Hast du ein Vorbild im Basketball? Der Maxi Kleber. Noch ein anderes? Chris McNaughton. Vielleicht jemand nicht aus unserem Team, sondern ein ernsthaftes Vorbild? Nee, eigentlich nicht. Also um wirklich mal ehrlich zu sein, ich denke, man holt sich bei vielen Spielern Anregungen und schaut sich auch an, aber ein richtiges Vorbild habe ich nie wirklich gehabt. Das war's soweit von uns beiden. Ich gebe zurück ins Studio. We have some of the best fans, if not the best fans in the BBL.